So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Budokai Tenkai T3. So, wir waren beim letzten Mal bei den kompletten Freezers hier. Wir sind bei Zabon und Dodoria angefangen und haben bis König Vegeta gespielt. Ja, hier haben wir alle Cyborgs. Ich würde auch sagen, wir werden heute die komplette Reihe machen mit den Cyborgs. Und wir werden natürlich von rechts aus anfangen. Dann haben wir nämlich Cyborg Nummer 16 am Anfang, 17, 18, 19, 20. Oder gehen wir zu Cell. Und dann würde ich sagen, passt das. Und im nächsten Part können wir dann ja mit den Margins weitermachen. Komplett natürlich. Darauf freue ich mich schon richtig. Die Margins sind nämlich richtig geil. So. Wir werden, also wir haben beim letzten Mal hier aufgehört. Dann gehen wir mal in die Hölle. Und bevor das Ganze natürlich anfängt, würde es mich freuen, wenn ihr natürlich gerne noch ein Abo auf diesen Kanal dalassen würdet, um nichts mehr zu verpassen. Und wie gesagt, wir werden noch vieles, vieles weitere Schönes hier machen. Und ja, lass uns anfangen. Bumba. Welches ist euer Lieblings-Cyborg? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Helmblitz, eine meiner Lieblingsattacken von C16 ist. Also, die Attacke ist Muss bei ihnen. Bumba. Ja, der einzige Nachteil, den Cyborgs hier hatten, oder heißt Nachteil, dass die sich leider nicht aufladen konnten, was ich sehr schade finde. Auch schöne Attacke. Bam. Vor allen Dingen die Cyborgs haben sich auch immer so langsam aufgeladen dann. Außer man hat natürlich mit Schlagangriffen getroffen. Aber naja, sonst in allen großen Ganzen sind die Cyborgs auch natürlich in Ordnung, aber naja. So, damit haben wir C17. Oh, Photonenanschlag, auch eine geile Attacke. Also C17 gefällt mir auch richtig gut. Oh, so welche Attacken liebe ich ja immer wieder, ne? Oh ja, das ist meine Lieblingsattacke von den beiden. Ja, wo sie Future Gohan mehr oder weniger erledigt haben. Diese Attacke sieht einfach sowas von geil aus. Haben die leider in wenigen Spielen. Aber ich muss sie mir nochmal angucken. Sorry Leute, aber wir gucken sie uns nochmal an. Ich finde, die Attacke sieht so nice aus. Und dann geht's auf den Boden und dann diese geile Attacke. Schön sieht das aus. Schön sieht das aus. Deswegen, für 17 mochte ich gerne, allein wegen seiner Ult. So, es geht weiter mit Cyborg Nummer 18. Und wir gehen mal in die Kaioshins Welt. Wir können ja hier noch ein bisschen rumswitchen bei den ganzen Maps. Ja. C18 hatte natürlich auch ein geiles Moveset. Ich sag mal so, die Charaktere haben sie ja wirklich sehr gut angepasst. Also alle aber auch. Ich meine, es gibt ja viele Spiele. In der heutigen Zeit, die Xenoverse zum Beispiel, sage ich jetzt mal so als Beispiel schon wieder. Und bei Xenoverse haben sie dann zum Beispiel viele Charaktere einfach die mega Energiewelle gegeben, weil sie einfach nicht wussten, was sie ihr geben sollten. Und hier haben sie es wirklich gemacht. Viele verschiedene Attacken, was mir sehr gefällt. Ja, sehr geil. Aber wie gesagt, wir werden jetzt hier schnell hin und her switchen. Denn wie gesagt, die können sich ja leider nicht verwandeln. Nun kommen wir zu Cyborg Nummer 19. Und dann Dr. Gero, dann der Cell Junior, dann kommt natürlich noch unser Big Boy Cell. Und die Mega-Energiewelle. Ja, ich mochte also C19 sowie C20 habe ich so gut wie überhaupt nie in diesem Spiel gespielt.
Ich weiß nicht, die haben mir beide irgendwie nie so gefallen. Also, wirklich, weiß ich nicht, auch vom Design her oder vom Aussehen her mochte ich die nicht so. Dr. Gero geht ja noch, aber C19, nee, ist überhaupt nicht so meins. Aber vielleicht ist das ja bei euch anders. Naja. So, und dann kommen wir zu C20. Trifft nicht mal, okay. Ja, der hat wie gesagt ganz random Moves. Auch eigene Moves finde ich auch gut. Aber ja, mochte ich jetzt nicht so gerne, ne? So, wir sind ja schon bei Cell Junior und dann kommen wir zu unserem Big Boy Cell. Wieder sitzt so. Ich bin ganz braver Cell Junior. Und kleiner Plot-Twist oder kleiner Spoiler. In Dragon Ball Super gibt es die ja noch. Zumindest im Manga. Denn im Manga, so wie das bei Dragon Ball Z war, hat ja Son Gohan die Cell Juniors gar nicht richtig vernichtet. Sondern bewusstlos geschlagen, mehr oder weniger. Und C17 hat die dann nach der Cell-Saga irgendwie adoptiert oder so ein Scheiß. Ach, keine Ahnung. Und dann passen die halt mit ihnen auf die Insel auf, der Tiere. Und kurz bevor die ins Turnier der Kraft abhauen wollten und Son Goten und Trunks auf die Insel aufpassen sollten, kamen halt die Cell Juniors in den Weg und die haben gegeneinander gekämpft. Hätte ich gerne gesehen im Anime. Aber leider geht das ja nicht. Leider. So, wir kommen zu Cell. Cell sieht auch richtig cool aus. Ich mag Cell wirklich alle seine Formen, außer natürlich die zweite, also die erste kann man so sagen, wenn er sich. Die zweite, also. Diese Form mag ich sehr. Die in das er sich da verwandelt, finde ich absolut unnötig. Also ich finde die nicht schön. Genau wie bei Freezer, diese eine Form finde ich auch nicht so schön. Einmal voll aufladen. Special Beam. Alter, Damage 13.000. Krass. Sehr, sehr schöner Damage. So. Das fand ich auch cool bei dieser Attacke. Wenn man das zum Beispiel bei einem Cyborg angewendet hat, so wie C16, C17, C18 oder 19, 20, dann hat diese Attacke überhaupt nicht gewirkt. Was ich auch gut finde. Und was ich noch gut finde, dass wenn man sich verwandelt hat, dass dann passiert, dass wir C17 jetzt suchen und ihn hier absorbieren. Und das finde ich richtig cool gemacht. Das ist so ein geiles Feature, finde ich. Vor allem seine Attacken, ne? Einfach cool. Die Attacken finde ich cool, sondern Aussehen finde ich absolut beschissen. So, einmal warten, bis wieder voll ist. Na, da gibt es auch die Selbstzerstörung, oder? Ja, und da sind wir auf einmal. So gut gemacht, ne? Diese Attacke gibt es auch nur einmal in diesem Spiel. In den ganzen Spielen. Ich habe die noch nie in ein anderes Spiel gesehen. Und zu diesem Moment wurde der Cell echt episch. Ich fand das Aussehen auch echt cool. Treffen mich, wir sind gut.
Wir sind echt gut. Jetzt aber. So, und die letzte Form. Ja. Und bam. Also mit Treffen hat er es heute nicht, wa? Und dann kommen wir natürlich noch zu der letzten Attacke. Die Sonnenkamehameha, die sowas von heftig aussieht. Boah. Ja, das waren die Cells. Das war die Cyborgs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder bei den Margins, die wir, ja, die wir auf jeden Fall auch in einem Video nehmen werden. Wir werden hier bei Dabra anfangen und dann hier rüber gehen. Und wir werden bei Swapovic anfangen. Dann kommen wir zu Dämonenkönig Dabura, dann Babidi, dann natürlich Majin Buu, Dabu, das Böse, Super Buu und dann natürlich zum Schluss den Kid Buu. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!